Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus-Spektrum-Störung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert, mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Jawohl, und das soll denn hiermit auch passieren. Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Das freut mich sehr. Und heute reden wir über ein ganz, ganz spezielles Thema der Wahrnehmungsverarbeitung. Das ist ja auch das Thema der vergangenen Folgen schon gewesen. Und wir arbeiten uns weiter vor, und zwar in einen Wahrnehmungsverarbeitungsbereich, der eine ganz, ganz besondere Relevanz hat, insbesondere natürlich dann auch für Menschen mit Autismus. Und das ist die auditive Verarbeitung. Also auditiv bedeutet, dass wir hier von den Wahrnehmungsreizen sprechen, die über den Hörsinn quasi, also über das Werkzeug oder den maschinellen Apparat der Ohren ins Gehirn weitergeleitet wird. Ja, und ganz kurz nochmal wieder die ganz kleine Einleitung, die ich doch nochmal für Ersthörer hier nochmal kurz wiederholen möchte. Bei autistischen Menschen haben wir folgende Situation, nämlich dass die Reize nicht richtig gefiltert werden können. Das heißt, alle Wahrnehmungsreize, die kommen in einer relativ ähnlichen Intensität ins Gehirn und können dann nicht so einfach und unkompliziert sortiert und ausgefiltert werden, wie es bei neurotypischen Menschen der Fall ist. So, und dann starten wir gleich mal rein und ich erzähle euch erstmal, ja, woran erkennt man das denn, dass Menschen hier entweder über- oder untersensibel sind? Das sind ja hier so meine zwei Ausrichtungen, nach denen ich das immer hier so ein bisschen versuche, auf den Punkt zu bringen. Und wir starten wie immer mit der Überempfindlichkeit. Also Überempfindlichkeit bedeutet halt, dass Reize, die über den Gehörsinn quasi verarbeitet werden, besonders laut und auch intensiv sind. Das heißt, normale, also in Anführungsstrichen normale Geräusche, die jetzt für neurotypische Menschen kein Problem darstellen würden, können für autistische Menschen viel, viel zu laut sein. Und das ist halt der große Unterschied zum neurotypischen Gehirn, denn hier ist es so, dass wir dann wahrscheinlich erst in so Mittelwert sind und die Geräusche nicht relativ besonders sind in ihrer Intensität oder Lautstärke, könnte man auch sagen. Und was hier auch ein großes Thema ist, ist es halt auf kleine, sehr kleine Geräuschquellen schon sehr stark reagiert wird von autistischen Menschen. So, und das Gehirn macht ja Folgendes. Es kalibriert sich ja quasi durchgehend neu anhand unserer Erfahrungswerte und unserer Vorlieben und unserer grundsätzlichen Aufmerksamkeitsfähigkeit. Und dann ist es so, dass wir jeden Tag quasi eine neue Priorisierung darin haben, was wir hören und wie laut wir das hören und ja, wie deutlich und wie allübergreifend wir Dinge hören. Und das hat natürlich so ganz instinktive Gründe. Also das sind natürlich Fähigkeiten, die seit vielen Jahren, Jahrtausenden angelegt sind. Und zwar geht es darum, dass wir als neurotypische Menschen Dinge hören sollen, die quasi unser Gehirn als besonders wichtig erachtet. Und das könnte dann natürlich auch was mit der Reduzierung bestimmter Gefahrenpotenziale zu tun haben. Wie zum Beispiel, dass wir das Geräusch eines Autos, das irgendwie von hinten angerast kommt, viel lauter wahrnehmen als das von einem Blatt, das vom Baum gerade runtersegelt. So, und das ist halt bei autistischen Gehirnen etwas anders. Nämlich hier werden die meisten Reize relativ gleich intensiv wahrgenommen. Also das heißt, Dinge sind gleich laut. Obwohl sie nun manchmal vollkommen unwichtig sind, werden sie genauso laut gehört wie vollkommen notwendig zu hörende auditive Reize. Und dementsprechend ist es dann so, dass das Gehirn autistischer Menschen die ganze Zeit in der Überforderung ist, weil es die ganze Zeit diese ganzen vielen Reize sortieren muss. Und bei überempfindlichen Menschen ist es jetzt so, dass die zum Beispiel auch so Sachen hören wie der Strom, der in der Leitung fließt, der könnte zum Beispiel gehört werden. Oder bestimmte Geräusche in den Abwasser
Rohren oder Dinge, die drei Häuser weiter passieren oder irgendwelche anderen Tonquellen, eine Mücke, die irgendwie 10 Meter weiter an der Wand sitzt. Das sind alles Dinge, die überempfindliche Menschen wahrnehmen können. Und deswegen sind die ganze Zeit in der Situation, dass sie fast wahnsinnig werden, weil sie alles Mögliche wahrnehmen, egal wie leise das auch ist. Und das neurotypische Gehirn ist sehr ignorant und kann das natürlich nicht gut nachempfinden. Das heißt, hier fehlt dann so diese Doppelempathie und die neurotypischen Menschen können das selber mit ihrem Gehirn gar nicht identifizieren, was hier jetzt vielleicht zu laut ist oder so. Und deswegen ist es natürlich erstmal eine schwierige Situation. So, und bei Kindern zum Beispiel kennen wir es jetzt daran, dass solche Situationen vorkommen, darin, dass sie sich zum Beispiel ganz viel die Ohren zuhalten und immer sich darüber beschweren, dass es zu laut ist und dass man mal leiser sein soll. Und das geht natürlich dann auch bis ins Erwachsenenalter, wo ich das tatsächlich auch kenne. Also, dass mir Menschen sagen, ich soll nicht so laut sprechen zum Beispiel. Und ja, ihr kennt ja meine Stimme hier so ein bisschen. Ich neige tatsächlich gar nicht dazu, aus meiner Sicht in so Beratungsgesprächen oder sowas laut zu sprechen, sondern ich habe eigentlich immer eher so diese Stimme, die ich jetzt hier auch gerade habe. Also für mich überhaupt nicht laut und wir sind schon gar nicht in der Richtung, wo ich mal das Gefühl habe, dass ich schreie oder laut, richtig laut werde. Das ist aus meiner Wahrnehmung heraus nicht das Thema. Ja, und auf der anderen Seite ist es so, dass Menschen natürlich dann auch besonders unterempfindlich sein können. Ne? Und wenn die unterempfindlich sind, dann versuchen die natürlich die ganze Zeit wahrnehmbare Reize zu erzeugen. Das heißt, erstmal sind alle Geräusche abgedumpft oder zu leise und in ihrer Intensität also deutlich zurückgeregelt, könnte man sagen. Und das erkennt man daran, dass die Menschen, die so unterwegs sind, also diese Unterempfindlichkeit haben, die versuchen die ganze Zeit so in Geräuschkulissen unterwegs zu sein, wo sie zum Beispiel besondere Laute gerne generieren können. Das heißt, die knallen zum Beispiel laut mit den Türen oder wenn die ein Glas auf den Tisch abstellen, dann knallen die da auch so rauf. Und das ist dann für die neurotypischen Menschen im Umfeld total unangenehm und die sagen dann, warum bist du denn so laut? Ne? Oder sie hören natürlich auch total laut Musik, um hier so ein bisschen an diese Wahrnehmungsgrenze ranzukommen. Tatsächlich ist das Phänomen hier, dass das auch überempfindliche Menschen manchmal gerne tun. Da ist allerdings wichtig, dass sie selber steuern, welche Musik läuft und das nicht irgendwie durchs Umfeld gemacht wird, also gerade zufällig im Raum läuft oder so, dann ist es wieder sehr unangenehm. Ja, und was machen wir jetzt mit diesen Menschen so, die sich in unserem Umfeld befinden und entweder alles zu laut oder zu leise finden? Das ist natürlich auch schon eine gewisse Herausforderung, kann man sagen. Also grundsätzlich ist es so, bei Überempfindlichkeit, da kann man natürlich bestimmte Schutzmechanismen einsetzen, bestimmte Werkzeuge, Methoden, wie zum Beispiel Gehörschutz, also ganz normal. Also Ohrstöpsel wären eine Möglichkeit. Die regeln natürlich schon insgesamt ganz viel runter. Dann kann man natürlich im professionellen Umfeld, also Kita, Schule oder so, dafür sorgen, dass einfach gar nicht so viele Reizüberlastungen im auditiven Bereich gleichzeitig stattfinden. Also dass nicht gesungen wird, das Radio an ist, trotzdem wird irgendwo noch eine Geschichte vorgelesen. Die Tür sind offen und das Fenster ist offen, sodass man von draußen noch den Baustellenlärm von dem anhört. Das muss natürlich dann am besten so weit runter geregelt wie möglich werden. Und es gibt heutzutage gute Möglichkeiten, natürlich auch so Gehörschutz gut zurechtzubauen, also wo man wirklich entscheiden kann, welche Töne da durchkommen sollen, also welche Frequenzen, Herzempfindsamkeiten und so. Und das geht ganz gut heutzutage. Und natürlich gibt es auch für wenig Geld Noise-Canceling-Kopfhörer, die ja heutzutage echt kaum noch was kosten. Also die kriegt man schon ab so 30, 40 Euro, würde ich sagen. Vor 10 Jahren war das eine Geschichte, da waren wir bei mehreren 1.000 Euro, bevor wir dann was richtig Gutes hatten. Und deswegen hat man da heute natürlich auch einen besseren Zugang zu. So, und Kopfhörer ist noch Stichwort. Wenn Kinder jetzt besonders laut sein wollen, um hier diese Wahrnehmungsreize zu erfassen, dann können die natürlich auch Kopfhörer aufbekommen und laut Musik hören, damit sie sich darüber stimulieren können. Wichtig ist für beide wieder Verständnis zeigen. Das heißt, immer drüber nachdenken, dass man selbst halt nicht die gleiche Wahrnehmung hat und dementsprechend auch ein bisschen damit gehen, wenn die Person halt ihre Wahrnehmungsbedürfnisse richtig ausleben wollen. Und damit lasse ich euch jetzt mal allein.
So, und das war's jetzt für heute. Und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere. Und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.